Recht herzlich und freue mich. Ich bin total überrascht, dass doch meinem Ruf oder meiner Bitte, meiner Einladung doch so viele gefolgt sind. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich hoffe, dass Sie auch nicht enttäuscht werden, dass Sie einen interessanten Vortrag heute mit einem bebilderten Vortrag hier gleich erleben werden. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Dr. Kretschmann, den Oberreferenten Oberschule. Und unsere Veranstaltung ist zustande gekommen in Kooperation mit Ihnen, Herr Kretschmann. Ich danke recht herzlich. Und ich denke, Sie übernehmen dann den Pacht, Herrn Börner, unseren Referenten heute vorzustellen. Herzlichen Dank. Ja, danke schön. Danke, Frau Scholl-Wegner. Danke, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier so zahlreich begrüßen zu dürfen. Ich arbeite als Kulturreferent am Oberschwäbischen Landesmuseum in Ratingen seit gut 2 Jahren. Zu meinen Aufgaben gehört es eben auch, verschiedene Veranstaltungen zur Kultur und Geschichte Oberschwäbisch zu organisieren und Referenten einzuladen. Und das mache ich oft in Kooperation mit ganz unterschiedlichen Häusern, eben auch aus Schlesien, dem Königswinter oder dem Gerd-Hauptmann-Haus in Düsseldorf. Und ich freue mich heute das erste Mal zusammen mit Haus Ratibor, dass wir hier die Veranstaltung anbieten können. Und wir wollen uns heute mit einem hochinteressanten Thema befassen, mit einem besonderen Oberschlesier, der aber oftmals schon in Vergessenheit geraten ist, nämlich mit August Scholtes, der am 26. April seinen 50. Todestag gehabt hat. Und ja, auch anders als viele geläufige oberschlesische Autoren, also die auch in der Bundesrepublik oft breiter bekannt waren, wie Horst Bieneck mit seiner Gleiwitzer Trilogie oder eben Janosch, also Horst Eckert und seinem Polonek oder Piontek, gehört eben Scholtes einer früheren Generation an. Er hatte seinen schriftstellerischen Durchbruch eben bereits am Ende der Weimarer Republik. Und wir werden gleich noch viel natürlich darüber hören, was ihn ausmacht, was das Besondere an August Scholtes ist. Vielleicht eine Sache noch, die mich immer wieder fasziniert bei diesen Autoren, die ich nun genannt habe. Alle diese Autoren beschreiben Oberschlesien als eine mythische, oftmals dunkel bedrückende Landschaft von einem vielfältigen kulturellen und sozialen Gefüge. Also sie beschreiben Oberschlesien schon immer etwas als eine wirklich besondere Region. Und das werden wir aber auch gleich nochmal hören. Ja, August Scholtes ist eben 1901 im Holsteiner Ländchen geboren, heute eben ein Teil Tschechiens, der tschechische Teil Oberschlesiens, kann man auch sagen. Und Peter Börner wird uns eben dazu mehr berichten. Ich freue mich sehr, dass wir wieder Herrn Börner gewinnen konnten für den Vortrag. Herr Börner ist Studiendirektor, ist selber Schlesier. Pensionierter Schlesier oder pensionierter Studiendirektor? Also pensionierter Studiendirektor, 1941 in Tillendorf, Kreis Bunzlau geboren. Er arbeitet als Gymnasiallehrer für die Fächer Deutsch und Katholische Religion in Köln, Bonn und zuletzt in Siegburg. Und dort war er auch sehr stark engagiert im Schüleraustausch mit Polen und schulinterner Referendarsausbildung. Bis weiterhin sind Sie auch engagiert in der Bundesheimatgruppe Bunzlau und der deutsch-polnischen Gesellschaft. Und er ist eben auch bekannt für verschiedene Vorträge zur deutschen Sprach-, Kultur- und Literaturgeschichte Schlesiens. Vielen Dank, dass Sie hier sind und ich wünsche uns einen interessanten Nachmittag. Danke. Wenn ich noch eine Bemerkung machen darf, Sie sehen auf den Tischen, damit der Nachmittag noch schöner wird. Greifen Sie bitte zu. Ja, meine verehrten Damen und Herren, ich kann das hoffentlich auch so bedienen. Dann sitze ich niemandem im Wege. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ich freue mich, dass ich mit Ihnen gemeinsam nochmal zu einer Wiederentdeckung eines Schriftstellers kommen kann, der es verdient, beachtet zu werden. Er ist kein einfacher Mensch. Er hat es auch mit den Heimatvertriebenen nicht einfach gehabt und umgekehrt.
hat er es ihm nicht einfach gemacht, aber er ist ein sehr begabter Mensch. Und Sie werden wahrscheinlich auch staunen, was er für ein interessantes Leben geführt hat. Tja, also Einladung zu einer Wiederentdeckung. Und wir gucken mal, wir können vielleicht, wir sehen mal, wie es dann, wenn das Licht aus ist, könnte es zu dunkel sein, probieren wir mal, ja. Eventuell kann man die Jalousien nämlich etwas höher machen. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich glaube, wir müssen nur ein bisschen sehen, dann sehen wir den Kuchen ja gar nicht. Wenn wir die Jalousien ein wenig höher machen, müsste das gehen. Noch weiter ruhig. Das Bild ist ja noch gut. Dankeschön. Das war's. So, das Auge gewöhnt sich an den Kuchen und das Auge gewöhnt sich vielleicht auch an mich dann. So geht's, ja. Sie sehen den Kuchen noch, ne? Ja, hier sehen Sie also nochmal die Lebensdaten von August Scholz. Geboren 1901 in Bolatitz. Und gestorben 1996 in Berlin. 1969 natürlich in Berlin. Ich will Ihnen einen kurzen Überblick geben, worum es da in den Unterthemen geht. Den Einstieg haben wir schon fast geschafft. Geografisch, ne? Wohn- und Wirkungsorte, besonders die näherisch-schlesische Heimat Berlin, dann Berlin, eben lebensbestimmende Einflüsse, Schriften, da er hat relativ viel geschrieben, da muss man etwas auswählen. Ostwind ist wichtig, Barbara und ihre Kinder habe ich auch ganz gelesen und die Katze im schlesischen Schrank auch. Und bei der Gelegenheit können wir uns mal darüber unterhalten, was für eine Art von Schriftsteller das ist. Ich lade Sie jedenfalls zum Mitdenken ein, ruhig auch zur Stellungnahme. Die Autobiografie, ein Herr aus Bolatitz, die gucken wir uns auch etwas näher an. Es ist interessant, dass er damit in der Bundesrepublik nochmal eine Art später Aufmerksamkeit gefunden hat. Das kann ich Ihnen nachher verdeutlichen. Und politisch Bedeutsames im Spätwerk. Kritische Würdigung der Persönlichkeit. Und dabei werden wir dann nochmal zurückkommen auf das, was ich eingangs gesagt habe. Er ist kein einfacher Mensch, aber ein interessanter Mensch. Tja, hier sind wir also schon in Bolatitz, dem Heimatort von Scholtis. Das neue Gemeindehaus war mal ein Schlösschen. Und Josef Gonschior, den einige vielleicht kennen, war auch interessanter Oberschlesier aus der heutigen Zeit. Dr. Josef Gonschior, der hat mir einige Bilder vermittelt. Der ist dorthin gefahren und hat fotografiert. Zum Beispiel den Eingang. Und Sie sehen am Eingang schon noch undeutlich erkennbar, neben der Eingangstür, ein Halbrelief. Und dieses Halbrelief, das jetzt verhüllt ist, wurde 1999, da war auch ein Jubiläumsjahr natürlich, wurde das eingeweiht und es war einiges los da. Und diese doch sehr ausdrucksvolle Halbplastik, die wurde eben der Öffentlichkeit übergeben. Hier haben wir es nochmal genau. Und wir gehen jetzt aber mit einem ganz großen Sprung von Bolatitz nach Berlin. Sie merken, das Grab von Scholtis ist zwar erhalten als Ehrengrab, aber nicht gerade besonders gepflegt. Interessant, dieses Fähnchen, das da steckt. Die Farben sagen Ihnen als Oberschlesier sofort etwas. Das sind, wenn man so will, Sympathisanten aus seiner alten Heimat. Dieses Fähnchen deutet darauf hin, dass sie einen Besuch in seinem Grab gemacht haben. Der landeseigene Waldfriedhof Heerstraße in Berlin ist ein großes Gelände, Sie sehen das. Und gilt als prominenten Friedhof.
Ehrengrabland Berlin steht, also auch neben der Grabstelle von Scholtis. Und es ist eine schöne Waldlandschaft mit einer Reihe von Ehrengräbern. Und da werden Sie staunen, wer da alles begraben ist. Dietrich Fischer-Dieskau, Horst Buchholz, Arno Holz, werden Sie nicht alle kennen, Viktor Depova kennen wir noch, Loriot kennen wir, den Pelz von Felino haben wir vielleicht als junge Leute gerne gehört, der hatte schöne Hörspiele, Joachim Ringelnatz, Günter Rexroth, der Politiker von der FDP, Rubi Scholz, Peter Wapniewski, ein bedeutender Germanist, hat ja auch einen deutschen Namen, Klaus-Jürgen Busso und natürlich Scholtis. Also Scholtis ist in Berlin zumindest auf dem Friedhof noch gegenwärtig. Ich war gebeten worden von einem Bekannten in Berlin anlässlich dieses Jubiläumstodestages einen Vortrag auszuarbeiten, weil dieser Mann, Herr Hanke, er leitete einen ostdeutschen Arbeitskreis in Berlin, mir gesagt hatte, können Sie nicht mal was über Scholtis bringen? Ich will gucken, ob wir es nicht erreichen, dass der Berliner Senat an dem Haus, wo er zuletzt gewohnt hat, auch eine Ehrentafel anbringt. Und dann hat er mich da angesetzt auf diesen Autor, den ich vorher als Germanist, Deutsch und Religion, haben Sie ja gehört, nur flüchtig wirklich kannte, gerade so etwas aus der Literaturgeschichte. Und ich habe mich dann hineingekniet in dieses Thema. Tja, aber wir fangen eben mit der Heimat von Scholtis an. Ich habe zu meiner Freude gehört, dass einige sich da auch auskennen. Wer den Dichter will verstehen, muss in Dichters Lande gehen. Goethe sagt das im westöstlichen Diva. Und das Holsteiner Ländchen ist nun mal die Heimat von Scholtis. Hier aus dem Internet sieht man so etwas, ein kleines Panorama der Stadt. Und ich will Ihnen einige geografische Hilfen geben, denn das Holsteiner Ländchen hatte ich zwar, weil ich mich für Geschichte immer interessiert habe, schon als junger Mensch kennengelernt, weil das in der Politik eine gewisse Rolle spielte, ähnlich wie das Memelland und so. Das Holsteiner Ländchen sehen Sie im Dreieck von Torpau, Ratibor und Mährisch-Ostrau. Da liegt das drin. Also in einer relativ abgelegenen Gegend Mitteleuropas. Um Scholtis etwas besser zu verstehen, müssen wir uns klar machen, dass das eine Ecke ist, das ist hier angedeutet mit der grünen Farbe, die mehrsprachig war. Heute natürlich nur noch in geringen Resten. Und da liegt es schon, das Holsteiner Ländchen. Sie sehen hier eine alte Karte von Schlesien und da taucht es wieder auf, ganz am Rande, im Südteil des damaligen Kreises Ratibor. So, da liegt es. Holstein hatte ich vorher gezeigt und da ist die Ecke. Das Holsteiner Ländchen möchte ich Ihnen auch gerne etwas nahe bringen. Ich finde, das hat nicht nur einen schönen Namen, einen anheimenden Namen, sondern es hat auch eine bewegte Geschichte. Erst infolge des Ersten Schlesischen Krieges kam es zu Preußen, wie Sie wissen, fast ganz Schlesien, wohlgemerkt nicht ganz Schlesien, und der Anschluss nach Preußen verursachte Komplikationen mit der Nationalitätenfrage. Die Österreicher waren da relativ großzügig. Das war auch einer der Gründe, warum Polen, als es wieder sich staatlich entwickelt hatte, in starkem Maße profitierte von Galizien, wo die Österreicher geherrscht hatten. Die hatten denen relativ freie Entwicklung gegeben. Und in Preußen war das nicht so ohne weiteres der Fall. Sie können das hier nachlesen. Die Bewohner des Holsteiner Ländchens waren ihrer Herkunft nach Slawen, konkret nicht Tschechen, sondern, das hat er immer wieder betont, mehrere.
Ich kenne das Wort Meere nur aus dem schlesischen Dialekt. Mehr nicht so herum. Tröd nicht so herum, sagte meine Mutter. Mann. Aber Meeren ist ja, wenn man so will, etwas vereinfacht gesagt, der östliche Teil von Tschechien. Gucken wir uns das mal an. Die Bewohner des Holsteiner Ländchens waren also Meerer. Ihre Vermischung mit der zuziehenden Bevölkerung war nicht sonderlich stark. Noch lange Zeit, in preußischer Zeit, sprachen sie Mährisch. Als Beweis können Einträge in den Pfarrchroniken dienen. Zum Beispiel musste im Jahre 1780 der Dekan, das müsste wohl heißen 1880, ja, der Dekan Ignaz Krömer wegen seiner Unkenntnis der mährischen Sprache nach Ratibor versetzt werden. Er konnte als Geistlicher da nicht so predigen, dass die Leute ihn wirklich verstanden. Auch die Tatsache, dass seit 1894 in Holstein die Zeitung Katholitske Noviny herausgegeben wurde, die als einzige in ganz Preußen in mährischer Sprache gedruckt wurde, weist darauf hin. Erst im Jahre 1900, das ist ja recht spät, erschien das deutschsprachige Periodikum, also regelmäßige Zeitung, die Holsteiner Zeitung. Unabhängige Zeitung für die Stadt Holstein und das Holsteiner Ländchen. Ja, dann machen wir mal weiter. Hier haben wir nochmal Meeren, wer Briefmarken gesammelt hat. Der hat also Böhmen und Meeren gelesen. Und eine bedeutende Wende erlebte das Holsteiner Ländchen nach dem Ersten Weltkrieg. Es wurde aufgrund des Versailler Vertrages 1920, ohne dass man die Bevölkerung gefragt hätte, der neu gegründeten Tschechoslowakei zugeschlagen. Das Problem kennen wir ja auch von woanders her. Es wechselten also auf einem etwa 300 Quadratkilometer großen Gebiet insgesamt 38 Kommunen mit 46.000 Einwohnern ihre Staatszugehörigkeit. Das Holsteiner Ländchen war also in der Tschechoslowakei gelandet. Nach dem Münchner Abkommen wurde die Region wieder dem Deutschen Reich eingegliedert, 1938 und 1945, das war zu erwarten, wurde es wieder Bestandteil der Tschechoslowakei. Das hat zusammengestellt eine Tschechin. Sie merken in einer sehr sachlichen Weise, objektiv berichtet, Irena Šebestová, mündliche Überlieferung im Holsteiner Ländchen 2015, da habe ich das gefunden. Der Einfluss des Deutschen war natürlich sehr groß, unübersehbar, unüberschaubar groß. Bis heute, das finde ich ganz amüsant geradezu, werden die Holsteiner wegen ihrer preußischen Vergangenheit Preisazi von den Tschechen genannt. Die werden also Preußen genannt, die Holsteiner von den Tschechen. Man kann sagen, dass ihre Mentalität auch heute in politischer, nationaler und kultureller Hinsicht ein bisschen anders ist und sich von denen unterscheidet, welche mit der Vergangenheit dieses Gebiets nicht verbunden sind. Das ist immer noch die Tschechin, die das schreibt. Und sie, dann zitiert sie einen Regierungsdirektor in Oppeln, der 1929 schrieb, die Holsteiner, und wir sind jetzt praktisch natürlich auch ständig bei August Scholtis, wenn wir das besprechen, sind ein biederes, das würde ich dem Scholtis nicht zutrauen, aber ein aufgeregtes, gemütreiches, wanderlustiges Volk. Geistige Regsamkeit, das hat er auch gehabt. Fleiß, Einfachheit, so oder so, Sparsamkeit und besonders Heimatliebe zeichnen den Volkscharakter aus. Als Haussprache sprechen die Holsteiner, heißt es 1929, ihre mährische Mundart. Muss ich mal einen Schluck trinken, wo vom Mund die Rede ist, das wird nicht brauchen. So, dann gehe
mal weiter. Hier sieht man nicht viel. Ja, aber hier sieht man was. Ich habe im Internet einiges zu Roland jetzt gefunden. Die Dorfkirche, die wir schon haben, gehört zu einem Bauernhaus. Das war eine bäuerische Siedlung. Und die haben eine Informationstafel in Wohlertitz. Und das ist interessant. Wenn Sie genauer hingucken, können Sie den Scholtis erkennen. Mal sehen. Hoppla, das ist wieder weg. Ich wollte was anderes machen. Irgendwo anders brauchen. Hier sehen Sie ihn. Und das Ganze lässt sich noch ein bisschen verdeutlichen. Wenn man also nach Wohlertitz kommt, dann sieht man eine auffällige Informationstafel über, und hier steht die Geburtsstadt von August Scholtis. Wer so ein bisschen Polnisch kann, der kann auch ein bisschen Tschechisch und dann kriegt man das raus. So, und Sie sehen, die haben ihn sehr schön dokumentiert, vom Babyalter bis zu dieser Büste da an dem Rathaus. Und mit den Orten, wo er sich aufgehalten hat. Der kleine Scholtis, wie gesagt, Jahrgang 1901, besucht natürlich die Volksschule. Die Volksschule hatte damals eine wirklich erstaunliche Qualität, auch auf dem Lande. Gar nicht zu vergleichen mit der heutigen Hauptschule und auch der heutigen Grundschule teilweise. Ich will niemandem dazu nahe treten, aber das war wirklich so. Jeder von uns hat ja unter den Älteren das erste bis vierte Schuljahr an der Volksschule besucht. Da wurde solide gelernt. Und da lernt der August Scholtis Deutsch lesen und schreiben. Der erste Satz, jetzt kommt was Hübsches, den er außerhalb der Schule selbstständig lesen kann, das schreibt er in seinen Memoiren, die, wie gesagt, sehr lesenswert sind. Der steht auf einem Schild, oder stand natürlich auf einem Schild an einem Baum. Der erste Satz lautet, wer diesen Baum geschädigt, ist kein guter Mensch. Kommt uns das nicht bekannt vor? Tja, und wer hat das geschrieben? Das hat kein Grüner geschrieben. Der Landrat von Ratibor hat das an diesem Baum anbringen lassen. Können Sie mal sehen. Nein, das hat ja eine große Tradition. Die Grünen waren noch gar nicht erfunden. Da hatten wir längst den Begriff der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft. Und denken Sie an die Lebensreformer in der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Aber wie gesagt, Scholtis ist übrigens auch ein ausgesprochen naturliebender Mensch gewesen. Er geht in die Schule und wird preußisch natürlich jetzt getrimmt. Kaisertreu erzogen und er lernt schätzen und lieben seinen Dichterkollegen Josef von Eichendorff. Und zwar durch einen Menschen, den einige von Ihnen vielleicht auch noch gekannt haben, zumindest dem Namen nach. Da war ein ganz junger Lehrer, der war ungefähr 20 Jahre alt. Heute würde man da noch im Studium sein, aber die hatten ja ein Präparandie und dann wurden die präpariert, sehr schnell auf den Schuldienst, aber wie gesagt in einer soliden, guten Weise. Und der wurde der Brillock genannt, also der Brillenträger von den Schülern als Spitzname. Der vermittelt dieser Karl Schodrock, ein junger Lehrer, vermittelt erste Kenntnisse von dem ganz aus der Nähe stammenden großen romantischen schlesischen Dichter Josef von Eichendorff. Es ist dem Karl Schodrock gelungen, seine Kinder in der Volksschule zu begeistern für Eichendorff. Und da kann ich mal meinen Vortrag unterbrechen und einige Sätze vorlesen aus einem Buch, das heißt Die Katze im schlesischen Schrank von Scholtis.
Und das ist eine Sammlung von Erzählungen. Lob der Herkunft. Über dem winzigen väterlichen Ackerstück drüben im Sonnenglas singt unermüdlich die Lerche, Eichendorfs holder Götterbote, zwischen himmlischer Ahnung und irdischer Schwere. Mein Blick sucht den ekstatischen Sänger im undurchdringlichen Ätherblau. Er ist verstummt und mir ist es, als sei der Heimatbote heimgekehrt in Gott. Ich horche. Da trifft noch ein kurzer paradiesischer Jauchzer mein Ohr. Dann sehe ich, wie diese Hultschiner Vogelschleuder sich aus unermesslichen Höhen herabstürzt zu den romantischen Lämmerwölkchen ein wenig tiefer und in meiner Vätererde, um in meiner Vätererde mit himmlischer Botschaft zu landen. Mit dieser Ahnung in der Gegenwart möchte ich verharren, barfüßig und träumend, gemäß des Knaben Wunderhorn, auf dem grünen Teppich meiner Heimat. Sie merken, erstens, eine schöne Sprache, eine romantische Sprache. Er hat sehr unterschiedliche Sprachebenen, der Scholtis, und eben seine Heimatliebe. Dann geht es aber bald darauf weiter. Ich gehe gleich zu der Stelle über, wo er dann auf Eichendorf zu sprechen kommt. Verwundert bleibt es schon, verwunderlich bleibt es schon, dass Eichendorf für das seelische Bewusstsein der Deutschen irgendwo in einem Wolkenkuckucksheim lebt. Keineswegs aber gemäß seiner Geburt in Oberschlesien, im Land des einfältigen Kaczmarek. Eichendorf war so sehr ein unmittelbarer Bestandteil dieser oberschlesischen Menschen, dass ihm sogar sein Breslauer Gymnasium, er hat nach der Grundausbildung durch geistliche Privatlehrer mit seinem Bruder in Breslau das Gymnasium besucht, bestätigte, wie gut er die polnische Sprache beherrschte. Im nachbarlichen Rauden sammelte später Hoffmann von Fallersleben die Lieder dieses Volkes und in Karlsruhe mit C geschrieben, wie Sie wissen, als Oberschlesier. In der Weltabgeschiedenheit oberschlesischer Wälder hatte vorher Karl Maria von Weber romantische Motive gesucht und gefunden. Sie sehen, in dieser kleinen Novelle, da bricht so richtig die Liebe von Scholtis zu seiner Heimat und auch zu den bedeutenden Menschen seiner Heimat durch. Ja, das habe ich gerade gemacht, ein bisschen aus dem schlesischen Schrank, der Katze aus dem schlesischen Schrank gelesen. Und das Buch ist auch mehrfach aufgelegt worden, im oberschlesischen Heimatverlag Augsburg. So. Scholtis kommt also aus einer von uns, bei uns wenig bekannten mitteleuropäischen Kulturlandschaft. Da taucht schon mal das schlaue Füchslein auf. Von wem stammt das? Von Leos Janacek. Aber wir werden gleich sehen, dass hier ist er. Das war also ein bedeutender tschechischer Komponist. Und Scholtis war wie viele dieser Leute in seiner Umgebung, auch sein Vater übrigens, sehr musikalisch und hat immer für Janacek geschwärmt. Auch die Eltern von Franz Schubert, beide Eltern, stammen aus Mähren. Das machen wir uns viel zu wenig klar. Und zwar eben aus diesem schlesischen Teil, der bei Österreich geblieben ist. Es gibt ja bis heute im tschechischen Wappen einen eigenen Part für Schlesien. Die Tschechen sind sich also immer bewusst geblieben, dass sie
auch etwas geerbt hatten aus der Karo-Monarchie, was schlesisch war. Heute können wir ergänzen, den Pelz von Fehlinger hatte ich schon genannt, Alfred Biolek, den kennen Sie alle noch, und Petra Nemtsova, die werden auch einige von den Männern zumindest kennen. Eine schöne Frau, auch aus der Ecke. Ja, jetzt sind wir nach dem Schulabschluss von Scholtis. Er kam nach dem Schulabschluss, hat er zunächst eine Lehre begonnen als Maurer. Ganz viele Lehrer sind als, wenn man so will, als Wanderarbeiter in ganz Deutschland tätig gewesen, im Westen dann vor allem, als Maurer. Und viele Frauen waren ebenfalls als Wanderarbeiterinnen in Fabriken tätig. Er wollte also auch, sollte also wahrscheinlich auch Maurer werden, aber dann hatte er das Glück, in die Verwaltung des Fürsten Lichnowsky in Kochelna zu geraten, das in der Nähe von Bolatitz liegt. Und das war für sein Leben sehr prägend. Das war ein Riesenglück, dass ein Mensch aus einer einfachen Familie die Chance hat, in eine Umgebung zu kommen, die voller, würde ich mal sagen, kulturellem Anreiz ist. Der talentierte Junge erfährt das Wohlwollen und vielfältige Förderung durch den Fürsten und seine hochgebildete Gattin und steigt sogar in jungen Jahren zu einer Art Sekretär dort auf. Da ist der Fürst Lichnowsky. Sie merken, der sieht auch ganz sympathisch aus und er ist auch ein wirklich eindrucksvoller Mensch gewesen. Hier ist er nochmal, hier guckt er schon bekümmert. Und wenn Sie mal den Text darunter anschauen, da sind wir im Juli 1914. Telegramm an Reichskanzler Hetman von Hollweg. Lichnowsky war damals deutscher Botschafter in London. Und da schreibt er, ich möchte dringend davor warnen, an die Möglichkeit der Lokalisierung auch fernerhin zu glauben, des Konflikts auf dem Balkan nach dem Attentat auf den Thronfolge. Und die gehorsamste Bitte aussprechen, unsere Haltung einzig und allein von der Notwendigkeit leiten zu lassen, dem deutschen Volke einen Kampf zu ersparen, bei dem es nichts zu gewinnen und alles zu verlieren hat. Das schreibt der Mann vor Beginn des Ersten Weltkrieges. Sehr politisch weitsichtig. Und wie gesagt, das hat auch Scholtis geprägt und beeinflusst. Hier können Sie lesen, Lichnowsky war der einzige deutsche Diplomat, der unmittelbar den Krieg zu verhindern suchte. Und er hat dann sogar geschrieben, von London zurückgekehrt, dass dieser österreichisch-serbische Konflikt zweifellos den Weltkrieg nach sich ziehen würde. Tja, und erst in den 60er Jahren bahnt sich die Erkenntnis an, dass er zu den wenigen deutschen Staatsmännern gehört hat, die das gesehen haben und verhindern wollten. Und interessant ist das jetzt auch für den, aus verschiedenen Gründen, für August Scholtis. Er hat in seiner Autobiografie und in Ostwind, das war das erste Buch, auf das ich gleich zu sprechen komme, diesem Fürsten ein Denkmal gesetzt, in dem er eben schildert, was für ein wirklich eindrucksvolle Persönlichkeit das war. Und er selbst, das ist jetzt auch bemerkenswert, der Scholtis hat sich zeitlebens einen pazifistischen politischen Standpunkt gewagt. Er hat sich also wirklich sehr bewusst für friedliche Lösungen von großpolitischen Konflikten eingesetzt, was ihn übrigens nicht hinderte, als Person den Mitmenschen gegenüber oft jähzornig und ungerecht zu sein. Und er hat immer wieder das Wunschbild eines friedlichen Zusammenlebens der Völker Mitteleuropas entworfen. Sie wissen, für viele, die hier wohnen, gibt es Westeuropa und Osteuropa. Wir Deutschen sind aber Mitteleuropäer und gerade wir Ostdeutschen haben auch immer Wert darauf gelegt, uns als Mitteleuropäer zu verstehen.
und nicht als Osteuropäer. Mhm. Unsinn. Der Erste Weltkrieg, Sie wissen, was das bedeutete. Es wurde ja im folgenden Jahr nochmal alles wiederholt etwas. Extreme Aufwallung des nationalen Bewusstseins, große Desillusionierung im Deutschen Reich, in Österreich, in Russland, radikaler Sturz der alten Ordnung. Die Leute von Bolatitz waren natürlich beim deutschen Heer eingezogen und das ist das Erfreuliche auch. Es gibt ja immer wieder auch Erfreuliches zu berichten aus den früheren deutschen Ostgebieten. Die Tschechen haben diese Gedenktafeln nicht beseitigt in Bolatitz. Die sind bis heute da, mehrere dieser Tafeln. Wir wissen, was die Polen zum guten Teil gemacht haben mit diesen Tafeln. Auf den 4 Tafeln mit den Namen der Gefallenen findet man 3-mal den Familiennamen Scholtis. Anton Scholtis, Oswald Scholtis, Ignaz Scholtis. Tja, ein tiefer Einschnitt im Leben von August Scholtis. Wir hatten es schon besprochen. Das Hultschiner Ländchen kommt zur Tschechoslowakei. Und das ist jetzt das Interessante, mit der die Bevölkerung außer einer verwandten Sprache, gegen Mährisch und Tschechisch sind sehr verwandt natürlich, nichts verbindet. Die fühlten sich nicht als Tscheche, sondern als Mährer in Preußen, in Deutschland. Das waren sie. Tja, und dann wurde natürlich die Feudalherrschaft des Fürsten Lichnowsky, der sein Arbeitgeber und Förderer war, zerstückelt. Ein Teil kam nach Deutschland, ein Teil kam in die Tschechoslowakei. Und Scholtis erlebt dann die ganze Dramatik der Volksabstimmung in Oberschlesien mit den fanatischen Kämpfen polnischer Insurgenten und deutscher Freikorps. Scholtis sieht auch die deutschen Freikorps aus eigener Erfahrung sehr skeptisch. Wir sehen ja in denen im Grunde Helden, die Oberschlesien für Deutschland erhalten haben. Scholtis hat gesehen, da haben auch viele Glücksritter mitgekämpft, die von den wirklichen Verhältnissen in Oberschlesien, auch dieser gemischten Bevölkerung, keine Ahnung hatten. Und zum Teil, das hat er beobachtet und schildert das auch sowohl im Ostwind wie in seinem Roman, auch eine Menge Unheil angerichtet. Ja, es wurden tiefe menschliche Gräben aufgerissen, auch in seiner nächsten Umgebung. Und das wird eben in Ostwind deutlich. Da gibt es dann auch Konflikte, die einen in der Familie sind für Polen, die anderen für Deutschland, die anderen für die Tschechen, vielleicht sogar, aber die wenigsten dann. Und er hat sich dann für Deutschland entschieden. Es war keine Volksabstimmung, das haben wir besprochen, aber er hat quasi gesagt, ich bin Deutscher. Da ist also wirklich gelungen, einen Mehrer tschechischer Herkunft oder eben slawischer Herkunft zu einem Deutschen zu machen. Allerdings immer mit dem Bewusstsein, es gibt eine Völkervielfalt in meiner Heimat. Und die muss man respektieren. Das war ihm immer wichtig. Ja, und deswegen, weil er sich als Einziger in seiner Familie, Verwandte waren es zum Teil anders, für Deutschland entschieden hat, muss er die Heimat verlassen. Er schlägt sich dann in Schlesien durch, teils als Angestellter, teils als Journalist, teils arbeitslos. Das sind also sehr, hier sehen Sie, da startet er Richtung Schlesien, aus dem Hultschiner Ländchen, das ja auch, wie gesagt, zu dem österreichischen Schlesien mal gehört hat. So, er ist in Gleiwitz, in Waldenburg, in Breslau, auch zeitweilig in Prag und am Ende landet er in Berlin. Tja, das war das Berlin der Ende 20er, Anfang 30er Jahre. Pulsierendes Leben, wie Sie sehen, und faszinierend für ein Kind aus dem Dorf, der natürlich längst ein Erwachsener war und sich mit voller Aufmerksamkeit in dieses Großstadtleben gestürzt hat. Ja, das kann man jetzt leider hier nicht so ganz genau lesen, aber Sie können lesen da, ein deutscher Reichstelegraf. Und was ist das für ein Bogen? Das haben Sie als junge Leute zum Teil noch erlebt. Man ging zur Post und was gab man da auf? Ein Telegramm. Ein Telegramm. Das ist also ein Telegrammblatt und jetzt fragen Sie sich, was hat das hier zu suchen? Der Scholtis
und konnte mit Geld nie gut umgehen. Ist auch verarmt gestorben. Und obwohl er manchmal auch viel verdient hat, aber das hat er dann für Bücher ausgegeben, für Kleidung, für alles Mögliche. Und nachher hatte er nichts mehr, leider. Und dann ging er aufs Postamt und da lagen diese Bögen natürlich, diese Blätter aus, um Telegramme aufzugeben. Nahm er die mit nach Hause und hat die als Papier verwendet zum Arbeiten, um da zu schreiben. Hat sich also praktisch dieser Telegrammblätter als Arbeitsblätter für seine Schriften bedient. So. Ja, in Berlin macht er dann auch in gewisser Hinsicht Karriere. Der Dichter Oskar Loerke, der beim sehr renommierten S. Fischer Verlag als Lektor tätig ist, der fördert ihn. Und Samuel Fischer eben auch. Sie wissen, der spielt eine ganz große Rolle. Der Fischer Verlag existiert ja in dem Sinne, zumindest existiert er sehr lange. Ich weiß nicht, ob er heute noch auf dem Buchmarkt präsent ist, aber wir kennen alle S. Fischer Verlag. Und der hat dann, dieser Fischer, ein Jude, hat dann Hauptmann verlegt, Arthur Schnitzler, Jakob Wassermann, Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Hesse. Der hat also einen Riecher gehabt für bedeutende Leute in der Literatur. Und der hat sich auch bereit erklärt, dieses Buch von Scholtes zu drucken. Das war sein erster großer Roman. Und Sie sehen hier, er ist neu aufgelegt worden bei DTV. Und hier haben wir jetzt einen Eindruck von der ersten Auflage. Und da steht drunter, August Scholtes Ostwind, Roman der oberschlesischen Katastrophe. Hier kann man es besser sehen. Und da sehen Sie auch etwas von dem wirklich komplizierten Charakter dieses Mannes. Dieses Buch widme ich dem deutschen Volke. Das klingt mal sehr schön. Ich widme es den sogenannten guten und den sogenannten schlechten Deutschen. Auch denen, die gegen ihr besseres Wissen dummes Zeug reden. Ich widme es meinem Vater, dem Wandermusikanten, Trompetenbläser, Bienen, Kaninchen und Taubenzüchter, Bauern, Händler und Trunkenbold. Namens Fritz Scholtes, wohnhaft im Dorf Budatitz, früher Deutsch, heute tschechisch im Holsteiner Ländchen. Ich widme es meiner Mutter, Valeska, aus dem Stamm der Bauern und Trunkenbolde, Spitznamens und so weiter, die meinem Vater treu diente wie ein Hund und beim Kartoffelhacken auf dem herbstlichen Acker vor Übermüdung tot umfiel. Ich, August Scholtes, Sohn des jähzornigen Tomaschek und seiner Valeska, Spitznamens Herr von. Also, Sie sehen, der Mann hat eine spitze Zunge und kann auch verletzen. Hier wird etwas über dieses Buch gesagt. Der eigentliche Geniestreich des Buches ist der Held. Das ist so eine Art Till Eulenspiegel im weitesten Sinne des Wortes. Jemand, der herumzieht und viel Streiche macht, aber nicht humoristische Streiche, die haben alle mehr oder weniger etwas Tragisches und Boshaftes auch. Ein sozialkritischer Ansatz ist nicht zu übersehen. Das Buch gibt ein gutes Bild, ein lebendiges Bild von den Geschehnissen der Abstimmungszeit in Oberschlesien und man kriegt Eindrücke von dem kleinbürgerlich-urkatholischen polnisch-deutsch amalgierten Volk dieser östlich der Oder gelegenen Landschaft und das Buch ist mit eindringlicher Kraft geschrieben. Tja, er schildert eben auch wirklich, dass nicht nur die schollenhafte Gebundenheit, sondern auch die primitive, die dumpfe Primitivität und die hilflose Zerrissenheit zwischen zwei Völkern und Kulturen und leider hat er dieses Buch, ich habe es mir natürlich dann gelesen, nachdem ich die Aufgabe bekam, mich mit Scholtes zu beschäftigen, hat er das Buch zum Teil überfrachtet mit
politischen Reflexionen, Zeitungsartikeln und so weiter, sodass das Buch streckenweise, zumindest für heutige Leser, dann etwas mühsam zu lesen ist. Das ist nicht uninteressant, aber im Grunde gehört das nicht in einen Roman rein. Ich werde Ihnen gleich eine Probe geben, aber von etwas anderem. Textproben aus dem Ostwind. Mal gucken. Da steht die Geburt des Kaczmarek. Ja, der ist Kaczmarek, also dieser herumziehende Mensch, den Sie da gerade mit dem Federbusch gesehen haben. Mal gucken. Tja, es setzt also ein mit dem Weg einer Frau, dem Rückweg einer Frau von Częstochowa. Emilia, von den Kundigen Milka Balcerowa genannt, Landstreicherin im Namen der allerheiligsten Jungfrau Maria von Częstochowa, Doppelpunkt, dreckig, speckig, klein von Wuchs, gedrungen von Gestalt, gedunsen von Gesicht, weichselköpfig, krätzig zwischen den Fingern, Tochter des längst dem Gott abgetretenen, totgeprügelten Leibeigenen, Freiheitskriegers und Ackerknechtes Balzer, brach alljährlich entschlossen, einsam und allein gegen Częstochowa auf, zu dem berühmten Wallfahrtsort im Russisch-Polnischen damals. Tja, und jetzt ist sie auf dem Heimweg. 20 Tage und noch mehr Nächte regnete der Himmel auf die Pilgerin. Und wie sie da so geht, geschieht jetzt Folgendes. Unweit Kosbuchna im Walde vernahm Milka erschrocken inmitten des dahinquellenden, dahinbrodelnden, dahinmurmelnden, schmerzensreichen Rosenkranzes, sie betete also über den Rosenkranz unterwegs, schlurfende Schritte hinter sich, im Takte der eigenen Schenkel. Schlipp, schlapp, schlipp, schlapp. Es wurde überheiß ihr Leib. Die Krätze juckte die Finger noch mehr und die Läuse bissen lustiger denn je. Schlipp, schlapp. Glups machte das Weihwasser im Fessel. Milka beschleunigte darauf ihren Gang. Zur Unendlichkeit wuchs der Wald in die Unheimlichkeit. Glups, schlipp, schlapp. Bum, 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 sagte noch das verschüttete Herz. Und die wurmstichige Seele knarrte irgendwo als Föhre im Walde, dass es tönte gleich dem Tor der Hölle. Bum, bum, bum. Milka wurde noch schneller, ebenso der Verfolger. Sie können sich denken, was passiert. Das hat Günter Grass dann übrigens, der offensichtlich Ostwind gelesen hat, dann für den Eingang seines Buches Die Blechtrommel verwendet. Genau dieses Motiv. Ich gehe mal weiter, hier im Buch, an dieser Stelle noch. Tja, das Knäblein aber, das da hervorgekrochen aus Milkas Schoß zur mächtigen Stunde, des unseligen Schlipschlapp, schenkten sie keinem geringeren als dem Bauern Jeremia Skukla. Und sie nannten es Kaczmarek. Kaspar Theophil Kaczmarek. Kaszparek statt Kaspar die Nachbarn. Till, sagte, statt Theophil das Dorf. Till, da ist ja schon der Bezug zu Eulenspiegel. Hier haben wir also die Anfänge seines Lebens. Alles andere als romantisch. Aber Sie merken auch, mit welcher Sprachkraft der Mann das schildert. Tja, man könnte noch etwas bringen. Vielleicht könnte ich noch mal etwas vorlesen aus Irrwischen Teufel. Die Grube, beim Grube ist natürlich, was Sie da lesen, der Bergbau gemeint. Er schildert auch sehr eindrucksvoll den Bergbau, auch in dieser expressionistischen Sprache. Gucken wir mal den Irrwischen Teufel an. Oder nehmen wir ja, 154. Es war Abend und Kaczmarek,
die inzwischen als eine Art umherziehender Händler lebt. Und Kaczmarek fuhr langsam einen sandigen Weg dem dunklen Waldstreifen entgegen. Von der Oder her gehen Kostbuchner. Aus der Sandgrube am Wege löste sich plötzlich eine vermummte Gestalt und schritt auf den Wagen zu. Lisa, das Pferd, bäumte sich und wieherte vor Schreck. Kaczmarek fasste die Gestalt ins Auge, die das schwarze, lange Tuch ins Gesicht gezogen hatte und zu ihm auf den Wagen zu kriechen sich anschickte. Da kommt Mora. Mora ist so ein Gespenst, was da in dieser Gegend geglaubt wird zumindest und erfahren wird, vielleicht bis heute von einem, dachte Kaczmarek. Mit der halte ich heute große Abrechnung. Und er zog seine Pfeife aus die Tasche, steht hier, und pfiff Tatitata. Die Gestalt hatte neben ihm Platz genommen, kauerte sich nach Art der Betschwestern zusammen und saß still, schweigend, so manchen Kilometerstein. Ja, das ist aber der Teufel. Und Kaczmarek fürchtet den Teufel nicht. Und das ist jetzt so eine Geschichte, die Sie auch aus Legenden kennen, wie der Teufel dann mit einer Stricknadel in diesem Falle vertrieben wird. Aber Mora, das Gespenst, die ist nicht so leicht zu vertreiben. Und das ist eine Erscheinung, die, wir würden sagen, das ist einfach dichterische Fantasie oder das Aberglaube. Aber für diese Leute dort, in der damaligen Zeit, war das irgendwie auch Wirklichkeit. Das war für sie Teil ihres Lebens, ihrer Lebenserfahrung, kann man fast sagen. Zu meiner Kindheit noch. Ja. Und Wassermann. Ja, aber Wassermann kommt auch vor. Sehen Sie, soweit reicht das. Das nannte man Hasirmun. Ja. Wassermann, Hasirmun. Ja, ah ja. Also diese Leute, die lebten... Von dem Leib gesprochen. Ja, sofort, lassen mich den Satz zu Ende. Diese Leute lebten also noch in einer Welt, die uns modernen Menschen völlig fremd geworden ist. Bis auf wenige Ausnahmen. Bitte schön. Ich kenne die Mora vom Großvater. Sehen Sie? Der hat den Besen, wenn er scharf gegangen ist, den Besen, aber mit dem Brosser unter die Klinke gestellt. Er sagt dann immer, wenn der Besen da unten steht, dann kommt die Mora nicht rein. Die Mora, die geht an die Kehle und drückt einen zu. Also bösen Menschen. Ja. Ja. Da kannte ich als Kind, ich habe beim Opa oft geschlafen, ja. Wohnte bei uns im Haus. Ja. Und da durfte ich dann schlafen und da hat immer jeden Abend der Schlafengang den Besen nach oben gestellt und mit dem Schlüsselloch nicht die Mora rein. Ja. Und der Wassermann, der ist ja mit der Oder, der hat schöne Töchter gehabt. Ja. Sehr schön, die wollten immer alle mit ihm tanzen. Das kennen wir vom Rhein auch noch. Gut, also schön, dass Sie das bestätigen. Das ist also, das kommt hier in diesem Buch sehr eindrucksvoll auch vor. Ich werde Ihnen auch gleich mal die Mora zeigen. Irwisch, Mora, Nachtgespenst, Nervensäge, böser weiblicher Geist oder Dämon, der Teufel und so weiter. Ja, das ist im ganzen slawischen Bereich verbreitet. Das geht bis zum Serbo-Kroatischen, wie Sie lesen können, ins Kleinrussische, Alt-Tschechische. Und Mora ist verwandt mit dem deutschen Wort Nachtmar, Englisch Nightmare, Französisch Cauchemar, ein nächtliches Schreckgespenst, das eben durch entsprechende Manipulation nach draußen gehalten werden kann. Aber nicht immer. Da ist es. Ja, was denn? Wir haben es aber nie gesehen. Wir haben bloß von meiner Oma immer gehört, aber wir haben sie nie gesehen. Jetzt haben sie gesehen. Wollen Sie noch mal sehen? Schrecklich. Ist es weg, Gott sei Dank. Ja, ein anderer Förderer von August Scholtis war Max Trau, und der ist auch ein bedeutender Mensch, Cheflektor im Ohne Kassierer Verlag, auch ein jüdischer Verlag, und Max Trau war auch Jude. Er förderte Marie-Louise Kaschnitz, Wolfgang Köppen, Horst Lange und eben Scholtis, und er stellte auch
der geschichtliche Schriftsteller Karl Čapek in Deutschland vor und er war Herausgeber der Werke von Hermann Stehr. Also wir sind hier in einer kulturell, literarisch sehr fruchtbaren Zeit, in der Zeit des Ostwindes. Träger des Friedenspreises Deutschen Buchhandels und so weiter. Ja, und hier haben wir den Schodrock, von dem ich eben gesprochen habe, auf der linken Seite. Eine alte Aufnahme, aber ein Brelock ist er immer noch. Und dann mit dem Schodrock hatte er, es kommt gleich noch, eine auch nicht so ganz ungestörte Beziehung aus verschiedenen Gründen. Und dann war ein wichtiger Förderer auch Hans Lukaschek, der erste Vertriebenenminister nach dem Zweiten Weltkrieg. Oberschlesier, zu Schodrock. Ja, ich hatte ja schon erzählt, dass er ihn als Lehrer kennengelernt hatte und der Schodrock hat ihn auch später befördert. Und in ein Herr aus Bolatitz hat er dann das in diesem Autobiografie hat er Schodrock ein Loblied angestimmt und er lobt ihn folgendermaßen. Das klingt auch nicht so ganz, sagen wir mal, ohne Vorbehalt. Er durchbrach deutlich jenen traditionellen preußisch beamteten Hochmut. Er servierte uns den sogenannten Geist Friedrichs des Großen auf liebenswürdige Weise. Wenn Schodrock ein konservativer Preußenknochen war, dann einer von der akzeptablen Sorte, gemildert durch das Christentum. Tja, und der hat dann auch eine Volksbücherei gegründet und so weiter. Wir sind in Berlin, wie gesagt, und in Steglitz hat er dann später eine Wohnung bezogen. Als ich das in Düsseldorf gezeigt habe, da haben einige Leute einen größeren Schreck gekriegt als vor der Mora. Sie sagten, aber hinterher, hinter meinem Rücken, die getrauten sich nicht recht. Die können es bestätigen. Darf man denn sowas zeigen? Warum zeige ich das? Scheucht es im Dritten Reich. Und das war nun mal die Staatsflagge Deutschlands im Dritten Reich. Aber wir gehen mal zur harmloseren über, scheinbar harmloseren oder wirklich harmloseren. Wir schauen uns das Namslauer Stadtblatt an. Täglich erscheinende Zeitung für Stadt und Kreis Namslau 1935. So, und da wird auch das Programm des Reichssenders Breslau abgedruckt. Wir kennen das aus der Zeitung, dass da Hinweise heute fürs Fernsehen in der Regel, damals fürs Radio kamen. Und jetzt gucken Sie mal hier, da steht es dann Montag, 4. Februar und da ist es. Um 16 Uhr bringt der Sender Gleiwitz, der ja später berühmt geworden ist, August Scholtis liest aus seinem neuen Roman Baba und die 14 Kinder. Das haben die Falschen übernommen. Das heißt nämlich nicht Baba und die 14 Kinder, sondern Baba und ihre Kinder, aber es waren 14. Sie sehen also, der Scholtis hat im Dritten Reich es geschafft, immerhin beim Reichssender Breslau aus seinem Buch seinen neuen Buch vorzulesen. Und 4. Februar war ein besonderer Tag, weil das ist ja der Tag, wo das Unterländchen von den Tschechen besetzt wurde. Oh. Und da hat er gesagt 15 Jahre. Oh, das passt ja wunderbar. Dann hat man das vielleicht sogar ganz bewusst gewählt, dass man den Scholtis da an dem Tag was vorlesen ließ. Vielen Dank für den Hinweis. So, hier ist das Buch. Ich habe es mal aufgeschlagen unter meinen Drucker gelegt, Baba und ihre Kinder, beim Kassierer Verlag, auch ein jüdischer Verlag, Sie sehen, 34 konnten Juden auch noch einen Verlag unterhalten, was wir wenig wissen, Neuauflage 1952, und wenn Sie sich das angucken, dann haben Sie den Eindruck, ja, welchen Eindruck haben Sie? Hier wird ein schönes ländliches Idyll geschildert, das denkt man. Das war wahrscheinlich vor allem als Lesewerbung so. In Wirklichkeit schildert Scholtis sehr realistisch, um nicht zu sagen hart und scharf, auch diese damalige ländliche Welt. Die Reichstumsschrift, aber immerhin hat die Reichs
Schrifttumskammer. Das Buch als vorzüglich erachtet. Ich nehme an, die haben nur die ersten Seiten gelesen. Das ist oft so, dass Zensoren nur die ersten Seiten lesen. Die müssen dann in Ordnung sein. Das war auch in der DDR so. Hat mir jemand erzählt, nachher konnten wir dann schon mehr schreiben, aber am Anfang mussten wir irgendwas schreiben, was dem Zensor gefiel. Und deswegen wurde das dann später als Bodenliteratur bezeichnet. Aber, jetzt schauen Sie mal, das wurde schon 1935 ins Tschechische übersetzt. Können Sie sich denken, dass die Tschechische Republik damals Blut- und Bodenliteratur der Nazis hat veröffentlichen lassen? Bestimmt nicht. Und schauen Sie sich auch bitte mal dieses Bild hier an. Vergleichen Sie das mit dem, was wir eben hatten. Das sieht schon ganz anders aus. Ja. Ne? Dieser Mann im Vordergrund, der macht eine recht missmutige Miene. Und diese Frau, das ist dann Baba, die sieht zwar wohlgenährt aus, aber im Grunde müssen die immer sich durchwursteln da. Russe sich als alleinstehende Frau mit x Kindern, eben, wir hatten da was von 14 Kindern gerade gelesen, durchwursteln. Und es wird das Schicksal dieser Kinder und vor allem Einzelner dann und dieser Barbara erzählt. Ja, so ist es nach dem Krieg erschienen. Neuauflage 52, was fällt Ihnen denn hier auf? Ganz schlicht. Wie bitte? Ganz schlicht, sage ich so. Ja, sieht licht aus. Und was ist denn oben zu sehen? Eine Fabrik. Ja, Fabrik. Jawohl. Das spielt zu einem guten Teil natürlich auch in Fabriken, dieses Buch. Dieser eine Sohn von ihr, der macht, bevor er dann auf tragische Weise ums Leben kommt, macht er ähnlich wie Scholtis Karriere als Bauernkind in dieser Fabrik. Da gab es natürlich verschiedene Fabriken und in diesen Fabriken spielt das teilweise. Ja, hier der Klappentext lobt das Buch sehr und ich würde schon sagen, die Lektüre, dummerweise habe ich es jetzt nicht mitgenommen, ich habe es vergessen einzupacken, aber das Buch kann man sicher ausleihen und das ist bis heute lesenswert. Ich finde sogar, es ist leichter zu lesen, weil es nicht so überfrachtet ist teilweise mit politischem und journalistischem, wie der Ostwind. Tja, hier könnte man dir was vorlesen, das mache ich aber nicht, damit es nicht zu lange wird. Da taucht jetzt so ein anderes Gespenst auf. Ich weiß nicht, hier haben wir ja Experten für Gespenster in Oberschlesien. Dieses Gespenst, das heißt da, die Mora kommt glaube ich auch vor, aber das ist die Tschamutschka. Und die Tschamutschka, die richtet da allerlei Schaden und Schrecken an. Auffällig bei Scholtis, ich habe versucht, das jetzt mal so mit meiner germanistischen Bildung etwas einzuschätzen, ist also ein expressionistischer Stil, den er beherrscht. Er beherrscht aber auch, wie gesagt, die Stilebene Eichendorffs, haben wir ja gemerkt. Und dann ist dieser magische Realismus, so hat man das später genannt, und da hat man gesagt, in Südamerika 100 Jahre Einsamkeit, bedeutender Autor, Literatur, Nobelpreis und so weiter. Da ist der magische Realismus zu Hause. Und was die Leute gar nicht wussten, dass es so etwas auch bei uns in Deutschland gab, den magischen Realismus, unter anderem vertreten eben durch solche Leute wie Scholtis. Realistisch auf der einen Seite, aber mit diesen zauberischen Elementen, die aber Teil der Wirklichkeit, der erlebten Wirklichkeit dieser Menschen eben waren. So, ja, kompromisslose Einbeziehung der Erfahrungswelt der bodenständischen Bevölkerung, wie gesagt, in ihrer bitteren Armut, Einbeziehung des massiv einwirkenden politischen Horizonts, Erweckung von Aufmerksamkeit und Anteilnahme für die Figuren ohne Sentimentalität. Also wenn man das liest, ist man einfach betroffen, erschrocken, man ist nicht gerührt. Beeindruckende Sprachkunst, gewagte Bildhaftigkeit, das habe ich hier noch angedeutet. Dennoch lesefreundliche Verständlichkeit
und was ihn so ein bisschen stört, eine episodenhafte Darstellung. Bei einem Roman erwartet man eher so eine durchgehende Linie und bei ihm ist das wie einem modernen Krimi. Sie wissen, da wechseln die Szenen laufend und so wechselt auch bei Scholtes dauernd immer wieder die Szene, jedenfalls im Ostwind und zum Teil auch in seinen Erzählungen. So, ja, noch ein Buch, Jas der Flieger. Das ist also ein Junge, der schwärmt von der großen, weiten Welt und kommt nach Berlin. Im Grunde verarbeitet er ja auch seine Berlin-Erlebnis. Und schauen Sie mal hier. 1935 erscheinen dann Mährische Volkslieder. Scholtes sagt, und das dürfte stimmen, es handelt sich vor allem um Lieder, die ihm seine Mutter vorgesungen hat. Wir haben doch unseren Kindern noch Lieder vorgesungen. Das konnten wir. Wir brauchten nicht die Kinder vor die Bildscheibe zu setzen oder vor irgend so ein technisches Gerät und das Gerät quäkt dann Kinderlieder. Er hat also sehr viele Lieder aufgenommen, er war ja sehr musikalisch, hat sich praktisch autodidaktisch, also mehr oder weniger selbstständig das Klavierspielen beigebracht. Und hier haben wir jetzt den Scholtes mal mit einem Brief. Die Adresse kann man Ihnen nicht lesen, Berlin steht jetzt, Grotewaldstraße 9. Das Haus besteht, das ist jetzt ein Ärztehaus und da sollte ja seine Sache hin. Es gab dann Leute, die nach dem Krieg sagen, ja, aber hier mit diesem Barber und ihre Kinder und anderen Büchern hat er sich doch als Nationalsozialist hat er sich an den Nationalsozialismus angepasst. Das stimmt aber so nicht. Ich habe das extra recherchiert. Es gab einige Bücher, die dem Zeitgeist, würde ich mal eher sagen, entsprechend angenähert waren, aber nicht gewissermaßen gehuldigt haben, dem Nazitum. Friedrich in Kamenz, das ist also ein Lobpreis des alten Fritz, und die Mährische Hochzeit ist tatsächlich ein bisschen so bilderbuchartig geschrieben, mit etwas zu idyllisch möglicherweise. Das könnte man hier zeigen. Ich will nur die ersten Sätze vorlesen. Im wundersamen Land der Meeren, wo alle irdischen Dinge auf verkehrten Plätzen liegen, so herrlich ausgetauscht und verwunschen und gesegnet, durchgerüttelt, heißt das tägliche Brot jetzt Chlebitschek und oder der Vater Tatschitschek. Das wäre ins Deutsche übertragen, etwa Brotuleinchen oder Väterleinchen. Diese Deutung ist stark vergröbert und so schildert er also mit liebevoller Genauigkeit und Hingabe seine mährische Heimat hier. Ja, und mit der Magie, das kommt natürlich da auch vor. So, der Krieg ist zu Ende. Was hat Scholtes im Krieg gemacht? Wie gesagt, er hat sich schriftstellerisch betätigt. Er hat später behauptet, er sei eingezogen gewesen und wäre als Soldat dann in Gefangenschaft geraten. Das ist nur halb richtig. Ganz zuletzt war er tatsächlich Soldat. Ansonsten ist er einigermaßen davongekommen, musste bei der Feuerwehr dann dienen. Und erst am Schluss geriet er in amerikanische Gefangenschaft. Und da schreibt er sehr anschaulich, dass er offensichtlich auch in diesem fürchterlichen amerikanischen Rheinlager bei Remagen gewesen ist. Wie heißt das noch? Diese Rheinwiesen, nicht? Haben Sie sicher gehört. Da haben die Amerikaner völlig überfordert von der Masse der Kriegsgefangenen, aber im Grunde auch etwas gleichgültig dem Schicksal dieser Männer gegenüber, haben die eine schlimme Sache gemacht, fast ein Kriegsverbrechen, diese Kriegsgefangenen. Und da war ja wohl auch einer davon. Und dann geht er nach Berlin zurück. Lichterfelde Ost steigt er aus. Und in der Nachkriegszeit, wir sind jetzt in der Nachkriegszeit angekommen, es wird ja auch Zeit, dass wir zu Ende kommen hier, hat er durchaus nochmal mitmischen können und wollen, aber eben nicht so, wie er sich das gewünscht hätte. Immerhin wird er in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen. Er erhält den angesehenen Andreas-Gropius-Preis.
für den Übersetzer und Autoren ausgezeichnet werden. Und solche Preisträger waren dabei, den Gropius-Preis. Das sind alles Namen, die einen Klang haben, wenn Sie sich das angucken. Und da ist der Scholtis dann auch mit hereingekommen, 1959 immerhin. Ja, Sie sehen, das sind also Namen, die wir kennen und schätzen, zum guten Teil. Aber in der Zeit er kehrt dann in die Zeit seiner Kindheit und hier zurück, etwa in die Märchen von den großen Räubern bei Schillersdorf, oder dass er in der Weihnachtsausgabe der Wochenzeitschrift Die Zeit veröffentlicht hat. 1948 erscheinen dann diese Bücher. Bei der Fahnenflucht, da arbeitet er so ein bisschen seine Nähe zum Nationalsozialismus auf, in der Zauberkröte auch. Und wie gesagt, das habe ich Ihnen ja gerade schon vorgelesen, etwas daraus, Katze aus dem schlesischen Schrank. Er hat dann nochmal einen wirklich erstaunlichen Erfolg erzielen können, aber es war nur ein Strohfeuer, das brannte mit diesem Buch hier. Sie sehen ein Herr aus Bolotitz und das Buch ist auch ins Tschechische übersetzt worden. Das können Sie da sehen. Pan Bolotitz. Die Tschechen betonen ja alles auf der ersten Silbe, die Polen auf der vorletzten. Und das hat also schon Aufsehen erregt, das Buch. In großen Tageszeitungen wurde es ja lobend besprochen, aber gerade 1959 tritt eine ganz andere Art von Literatur in den Vordergrund und verdrängt eben die Aufmerksamkeit für ihn. Da erschien zum Beispiel die Blechtrommel von Heinrich und Billard mal 10 von Heinrich Böll und Uwe Jonsens Mutmaßungen über Jakob, also Günter Grass kam da raus, Heinrich Böll kam da raus und moderne Autoren, und die haben gewissermaßen den Scholtis sehr schnell zurückgedrängt. Der Herr von Bolotitz war zwar einerseits bald vergriffen, aber er wurde nie mehr aufgelegt. Die Katze im schlesischen Schrank dagegen, die wurde immer noch lange in kleinen Auflagen verkauft. Nach seinem Tod hat dann Binek, den Sie hier sehen, ein schlesischer Landsmann, der ihn auch sehr schätzte, die waren befreundet, Scholtis und Binek. Der hat dann das Buch Fürstenkron herausgegeben aus dem Nachlass. Scholtis hat sich sehr bemüht, da nochmal einen großen Roman zu schreiben, aber das ist gewissermaßen eine Baustelle geblieben. Dann kam etwas, was eine sehr, ja, was Streit verursachte bei Scholtis, dieses Buch Reise nach Polen. Es war eine politische Mutleistung der damaligen Zeit. Wir sind 62 und da hat der Scholtis sich vorgenommen, ich will möglichst hellwach und vorurteilsfrei, so gut das irgend geht, mir dieses heutige Polen anschauen. Und er litt darunter als Mitteldeutscher, Ostmitteldeutscher, dass für Westdeutschland, alles, was so hinter dem Rhein liegt, erst recht, was hinter der Oder liegt, irgendwie Sibirien ist. Das ist unkultiviert. Ne? Ich habe das noch als Student in Bonn erleben können. Die verachteten ja bereits Beul, weil das auf der falschen Rheinseite lag. Die Krefelder und so. Die haben ein anderes Bewusstsein, die haben so das Bewusstsein, Erbe der Römer zu sein. Und der Scholtis sieht sich gewissermaßen als Erbe und Vermittler einer ganz anderen, eben einer ostmitteleuropäischen Kultur, und hat sich da eingesetzt und hat versucht, eine Lanze zu brechen für das Polen der Nachkriegszeit. Das war natürlich mehr als mutig. Er sagte dann, dieses Land ist einmal germanisiert und jetzt wieder polonisiert worden. Und er hat gesagt, als Europäer sinnvolle Europawahl, und da wird das ja geradezu abgedroschen inzwischen, dieses Wort Europa verwendet,
Als Europäer wünsche ich mir nichts sehnlicher als Vernunft auf beiden Seiten, schreibt der 62. Und mit ein wenig Einsicht und Vernunft wäre wohl auch eine Verständigung möglich. Mit dieser Haltung wurde Scholtis zum frühen Wegbereiter und Befürworter des deutsch-polnischen Nachkriegsdialogs. Er hat sich teilweise auch begeistern lassen, da kommen wir gleich drauf, er hat sich auch ein bisschen begeistern lassen von dieser Modernisierung. Die Kommunisten haben ja in einer geradezu brutalen Weise das Leben modernisiert. Die Landwirtschaft, die Industrie, die großen Latifundien, diese Grundstücke, die wurden zerschlagen und dann zunächst mal an die Bauern gegeben und dann, wie Sie wissen, kollektiviert als LPG und so weiter. Der Scholtis sagte, da ist Modernität eingezogen in meine Heimat. So empfand er das. Und er hat sich davon auch ein bisschen blenden lassen, von dieser Modernität. Nicht blenden lassen hat er sich vom polnischen Nationalismus, wenn die dann ankamen und Sie wissen, da gibt es wirklich bis heute, Herr Pawelka war sein Lied davon zu singen und viele von uns auch, einen zum Teil wirklich unbegreiflichen Nationalismus in Polen, so in der Art urpolnisches Land und. Das hat er nicht mitgemacht. Aber er hat sich begeistern lassen von der Modernität, die endlich in seine Heimat eingezogen war. So, was haben wir denn hier? Nicht die Mora, Gott sei Dank. August Scholtis wurde auch Vermittler von, ja, Václav Havel. Den schätzen wir alle sehr, denke ich. Er hat sich ja wirklich zum Teil sehr mutig auch bekannt zu den tschechischen Nachkriegsverbrechen und wurde dann zurückgepfiffen teilweise. Er hat bereits 1967 den Havel, nein 63, 64, ja das Stück ist erschienen, das Gartenfest, ein Theaterstück. Ach nee, Theater am Gelände, Moment. Da ist also ein Theaterstück erschienen von Havel, 63 in Prag und schon 64 wurde es am Schiller Theater in Berlin aufgeführt. Scholtis hat es übersetzt. Der konnte also durch seine mährischen Kenntnisse so gut tschechisch, dass er immerhin in der Lage war, den Havel zu übersetzen und bühnengerecht zu machen. Ja, die Tschechen haben sich dann auch dankbar erinnert haben dann auch das Buch, wie Sie sehen, tschechisch übersetzt und auch sonst haben sie Scholtis gewürdigt. Ja, wenige Jahre nach dem Erscheinen der Übersetzung wurde Scholtis tot aufgefunden, keine 70 Jahre alt. Es ist unklar, es wurde am Anfang gesagt, ja, der ist einfach gestorben. Es kann auch sein, dass er den Tod gewählt hat, weil er sich gesagt hat, mein Leben bringt keine Erfüllung mehr. Er hatte auch in seiner Beziehung zur Familie keine Erfüllung gefunden, hatte ein Verhältnis mit einer Frau, da war auch ein Kind geboren und das Kind war geistig behindert. Also er hat es privat nicht einfach gehabt, er hat es politisch nicht einfach gehabt, weil er eben auch in einer Oppositionshaltung zur Nachkriegsbundesrepublik war. Das war ihm alles zu westlich und zu flach alles und zu wenig aufgeschlossen für den Osten. Er hat sich mit den Vertriebenen verdorben, weil er da auch eine ziemlich bissige Art hatte und weil er nicht auf so auf der Linie einfach war, die damals gewünscht war. Und er hat es sich und anderen schwer gemacht. Ich muss den Schodrock nochmal zitieren. Der Schodrock hat sich verdient gemacht, unter anderem, indem er die Zeitschrift Schlesien herausgegeben hat. In Würzburg ist bis heute ja ein Zentrum schlesischer Kultur im Kleinen. Und was sagt der Schodrock über ihn?
er hatte sich einmal sehr abwertend über ihn geäußert und Schodrock schreibt dann liebevoll eigentlich zu ihm in einem Brief: Warum machst du es deinen Freunden manchmal unnötigerweise so schwer? Aber du bist teilweise entschuldigt, weil du dir selber nicht gut bist. Ich wünsche dir mehr Gelassenheit und Verstehen, auch anderen Meinungen gegenüber. Vor allem aber dies Notwendige, über den Dingen stehen. Der Scholz hat sich immer in die Dinge hineinbegeben. Ja, Versuch einer zusammenfassenden Wertung ist schwer. Ich finde sehr schön das Wort, das Scholz als Widmung über ihm den Ostwind gesetzt hat. Mein Herz ist zu weit für ein Vaterland und zu eng für zwei. Da kommt das ganze Dilemma zum Zentrum des Menschen. Er zitiert dabei den einen Elsässer, wo das wohl ähnlich war teilweise. Keine Heimat noch ließ seinen Dichter los. Scholtis hat ein Leben lang seiner Heimat die Treue gehalten. Auch wenn er sich mit dem BDV und anderen überworfen hat, immer wieder mal. Tja, noch etwas. Ich habe jetzt zitiert mal: Ich bin kein ausgeklügelt Buch. Ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch. Ist ein sehr widersprüchlicher Mensch. Er ist nicht wie Eichendorff jemand, der einfach nur sympathisch ist. Der hat auch seine unsympathischen Seiten, der Scholz. Er hat, wie gesagt, seinen Jähzorn, zum Teil seine vulgäre Art, die er auch manchmal hat. Und zum Teil lügt er auch einfach manchmal zu seinen Gunsten. Leider. Das ist auch so. Das ist dann rausgekommen. Dann verschönert er so ein bisschen sein Leben in seinen Memoiren und anderswo. Der Schriftsteller Scholz ist ein fantastischer Realist aus Oberschlesien. Das war der Titel dieses Vortrags. Fantastisch im doppelten Sinn des Wortes. Ist schon fantastisch, was der Mann geleistet hat. Aber auch in dieser magische Realismus, von dem ich sprach. Und wie der Horst Biene gesagt hat, einer der originellsten und ursprünglichsten Schriftsteller deutscher Sprache. Oder ein Pole schreibt über ihn, ein polnischer Germanist, ein Querdenker, Vermittler, Grenzüberschreiter. Ja, und jetzt stehe ich hier vor Ihnen. Was denken Sie jetzt über mich? Meine Bücher sind auf alle Fälle heute noch lesenswert. Vielen Dank. Wir sind am Ende. Aufmerksamkeit. Nach einem so eloquenten, spannenden, interessanten Vortrag fällt es mir total schwer, passende Worte zu finden. Aber ich danke Ihnen ganz herzlich und bin selber total überrascht. Bei der Ankündigung Ihres Vortrages war mir ganz viel oder eigentlich überhaupt nicht bewusst, welche spannende, interessante Dichterpersönlichkeit Sie uns heute hier vorgestellt haben. Ich danke Ihnen recht herzlich und ich denke, ich spreche auch im Namen hier unserer Gäste. Ja, mir fehlt eigentlich passende Worte, um die noch hinzuzufügen. Es ist schon so viel gesagt worden. Schönen Dank. Ja. War das auch eine Entdeckung. Ich sagte ja, ich hatte von dem Scholz auch wenig Ahnung und ich war auch überrascht, was der Mann zu bieten hat. Und zwar durch sein Leben, aber auch durch seine Werke. Ja, und besonders, wie viele Facetten Sie in Ihrem Vortrag gebracht haben, zeitgeschichtlich und bis zum heutigen Tag im Grunde genommen, Wahrheiten und unheimlich spannend und interessant. Schönen Dank. Ja, nochmals vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Man merkt das ja, wenn man was vorträgt, dass deine Aufmerksamkeit da ist. Und das beflügelt einen dann auch. Insofern, das Kompliment an Sie zurück. Vielleicht, Herr Kretschmann, wollten Sie noch mal etwas sagen? Ich hätte noch zwei Fragen an Herrn Börner vorbereitet, aber ich fände es schön, wenn Sie auch das Publikum auch noch fragen. Ja. Dann haben wir noch die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Wenn von Ihnen noch Anmerkungen oder Kommentare kommen oder Nachfragen. Apropos mit dem Ausdruck Asien.
Ich wohne ja schon 33 Jahre in Leverkusen. Ja. Ja, ja. Und vor 10 oder vor 15 Jahren, der damalige Bürgermeister hat mich eingeladen zu einem Gespräch. Das war diese kurze Periode von diesem Bürgermeister, der dieses hatte dieses Reisebüro. Wie hieß dieser Bürgermeister? Hebel. Ja, und da hat mich der Paul Hebel eingeladen mit seinem Staatssekretär. Und ich war neugierig, warum er mich eingeladen hat. Und da kam ich bei Kaffee und Kuchen, sagt er, wissen Sie was, so, ne? Im Rahmen der Stadtpartnerschaft hier zwischen Ratibor und wir haben erfahren, dass ich in Ratibor bin, und Leverkusen, wir müssen noch fahren nach Ratibor, das erste Mal. Und wissen Sie, wir sind Rheinländer. Klauen Sie dort immer noch die Autos? Nee. Ich sage, holen Sie mal dort, der Bürgermeister, der hat dort keinen Innenhof, der wird Ihnen schon den Wagen absichern. Ja. Ne? Da sagten sie, wir waren noch nie weiter wie in Chemnitz, ja, sagte der Bürgermeister, der Hebel und so weiter. Stellen Sie sich vor, das war vor 10 oder 15 Jahren, wann war Hebel? Ja. Ich sag, da hatten die Angst, wir fahren nach Oberschlesien. Weil das war schon, wie die selber sagten, wissen Sie, das ist schon weit weg von unserem Rheinland. So viel zu einem Bewerbung. Ja. Vielleicht zu Ratibor. Sie wissen ja, dass Leverkusen die Partnerschaft immer hatte zu Ratibor. Ja. Und dann haben wir uns darum bemüht, dass da auch eine Partnerschaft zusätzlich draus wurde. Und der Herr Lohmann war ja 10 Jahre auch der Vorsitzende der Partnerschaftsinitiative, Ratibor. Ich habe immer so geschmunzelt, wenn dann unsere Oberbürgermeister hier Gäste empfangen haben aus Ratibor und dann nicht das auf Deutsch Ratibor ausgesprochen haben, sondern eben auf Polnisch wollten. Das können die gar nicht. Ratiborz oder so. Ne? Ja. Dann macht es sich lächerlich. Das ist aber eine gewisse Anbiederung. Wir kommen euch ja entgegen, wir benutzen den polnischen Namen. Das erlebe ich heute überall noch, auch Institutionen. Ja? Das ist albern. Wer kann doch mal auf Polnisch sagen, wie Ratibor auf Polnisch heißt, sagen Sie mal Ratibor. Da hat keiner so ausgesprochen. Und das können die gar nicht, die denken ja in Polnisch. Ja, und deshalb sollen sie es doch bei Ratibor lassen, das ist ja auch normal. Sag ich auch nicht, auf Warschau, was anderes, oder Mailand oder so. Bloß da wollen sie den nicht anbiedern. Ne? Und das ist, also, das erlebe ich selbst im Gerd Hauptmann aus. Ne? Ja. Ich bin eine Ratiborerin. Ja. Aber eins noch vielleicht, diese Gleichung, die Gleichsetzung. Es wurde Schlesien germanisiert und dann wieder polonisiert. Im Endeffekt, grob stimmt das ja, aber es ist ja was ganz anderes gewesen. Das ist eine Beleidigung eigentlich für die Vertriebenen, das gleichzusetzen. Und damals germanisiert war, ohne dass jemand vertrieben wurde, es waren ja keine Polen, das waren ja andere slawische Stämme, in Schlesien kleine Stämme. Und dann kamen die Deutschen ins Land oben dazu und die haben ganz friedlich mit denen gesiedelt. Und nach dem Krieg, das war eine grausame Vertreibung, diese Polonisierung, kann man deshalb gar nicht vergleichen. Das ist eine Beleidigung eigentlich, wenn man diese Gleichung setzt. Die sagten ja, der hat ein paar Spitzen drin und das ist ja. Ja, zweifellos. Ich habe eine Überraschung vorbereitet, und zwar nächstes Jahr haben wir 100 Jahre der Eingliederung vom Ulschen-Ländchen, 4. Februar. Und dachte ich mir, weil ich schon was vorbereitet hatte, eine Gedenkkarte. Das ist was Schönes. Ja. Das tschechische Militär, ja. Ja, Dromny, das tschechische Militär. Vielen Dank. Ja, das ist also Einmarsch in die Harsch. Ich habe ja nicht die Kinder gemacht. Ja, die Magol. Dankeschön. Ich bin der einzige Mensch, der den Herrn Schieber
Scholz ist Begegneter. Ich habe Ihnen das erzählt schon, den Herrn. In dem Buch Reise nach Polen beschreibt er eine Szene, wo er war in Ratibor auf der Troppauer Straße und auf einmal ging ein Riesenbegräbnis. Da musste wahrscheinlich eine Prominenz verstorben gewesen sein, weil da waren so viele junge Leute. Und eben tatsächlich ist verstorben damals die Direktorin des Gymnasiums in Ratibor, eine ganz große Koryphäe, die Direktorin, das war nämlich die Frau Szczyborylska, die Mutter von dem Schriftsteller und Regisseur aus Warschau, der damals mit dem Weiler zusammengearbeitet hat und die Drehbücher geschrieben hat zu den Filmen Der Mann aus Eisen und Der Mann aus Marmor. Und eben, der beschrieb das sehr schön in diesem Buch, Die Reise nach Polen. Leider, wie gesagt, ich habe das mal vor 30 Jahren gelesen. Ich will das mal gleich wieder noch einmal lesen. Und da beschreibt er die Szene. Und wir mussten nicht, damals eben in der, wann war er, also sagten Sie 62? Also da war ich mit 15 Jahren also, eben beteiligt bei diesem Begräbnis, weil wir mussten alle als Schüler der eben mittleren Schulen, alle gehen zu diesem Begräbnis. Und deshalb sage ich, wir haben ihn begegnet, den Herrn Scholz ist, habe ich erzählt. Denn leider, wie gesagt, ich habe nicht, ich habe den Herrn, weil da gab es noch eine Person, der ein Schriftsteller, also Schlesien, der sehr begeistert war von auch und hatte Kontakte mit ihm, das war der Schriftsteller von Postnapreußen, der ist Gottesdorf Lipinski. Das war auch ein Schriftsteller, der Kontakte hatte mit Scholtis und auch ihn sehr bewundert hat als Autor. Ja. Weil die stammten alle aus diesem kleinen Dreiländereck eben. Ja. Prosna ist ja auch nicht weit entfernt, das ist ja ein Kreuzenort. Scholtis und Eichendorff, also waren alles so Leute aus dieser. Und sie haben tatsächlich, ich habe auch, wo ich das gelesen habe, jetzt die Szene, da habe ich vieles gesehen, dass der, in dem Buch von Scholtis, Ostpreußen, da haben auch alle Autoren später abgetupfert. Eben die Szene von der Blechtrommel, ja. Die hat mich sofort erinnert, auch an Scholtis. Und der hat das ja, wie viele Jahre, 20, 30 Jahre eher geschrieben. Also ja, ja. Der konnte nicht umgekehrt sein. Also Günther Grass muss das gelesen ja. haben und hat das abgeguckt. Absolut, ja. Das ist das Buch Ostwind fand ich sehr faszinierend, weil das wirklich fast zeitlos ist. Es ist ja 32 eben erschienen. Mhm. Und dann hat das Horst Biedecker eigentlich nochmal mit seinem Kommentar 1974 dann neu aufgelegt. Ja, ja. Schönes Namenwort auch. Ja, genau. Und damit hat es eben nochmal auch wieder eine neue Bekanntheit erfahren in dieser Zeit. Das ist ja, hochinteressant eigentlich. Das ist ein Schelmenroman. Ja. Fand ich auch interessant, wo Sie da den Dr. Reinhold Weigel erwähnt haben. War Regierungsdirektor in Oppeln. Davor war er Abstimmungskommissar für den Kreis Rattenburg. Der kommt aus Neustadt bei Grottkau. Und der hat nämlich dann eine Art Abstimmung, eine private Abstimmung im Muschelrechen gemacht und Abordnungen also geführt, dass das Muschelrechen dem Deutschen Reich erhalten bleibt. Daher der Name Reinhold Weigel ist mir schon bekannt. Sie haben aber noch erwähnt, dass der Scholtis eine gute Beziehung hatte zu Tschechien. Ja. Das stimmt, glaube ich, nicht so ganz dann nach dem Kriege. Weil eben, wenn ich mich erinnere an das Buch, er durfte nicht damals 1962 reisen nach Tschechien und konnte nach Polen. Deshalb, er kam quasi bis nach Kreuzen und Benkowitz und hat sich seine Heimat aus Kranstedt irgendwie so angeschaut, über die Grenze. Weil die war er damals wahrscheinlich wegen dem, weiß nicht, der politischen Lage, dass er war, weil ich, da war was nicht korrekt mit dieser Geschichte, dass er nicht durfte. Ich kann, das vielleicht etwas genauer sagen. Er wollte immer in seine mährische Heimat, die eben ja tschechisch geworden war, und hat sich intensiv um ein Visum bemüht. Er konnte auch dahin fahren,
Und zwar ist er sogar vor der Polenreise dahin gefahren. Und er hat auch darüber berichtet. Ich weiß nicht, ob das in dem Buch Reise nach Polen steht. Er hat offensichtlich noch einen anderen Reisebericht verfasst, der nicht so bekannt ist, wo er über diese Eindrücke schreibt. Dass er ein, sagen wir mal, gestörtes Verhältnis zu den Tschechen hatte, das ist ja, wie gesagt, traditionell, weil die Mährer sich nicht gerne einverleiben ließen von den Tschechen. Und hinzu kam, dass er den Tschechen vorwarf, sie hätten nach dem Krieg sein Eigentum, das da noch war, in Bolatitz, das hätten sie geklaut und zerstört. Und das mag ja sein, es mag auch nicht sein, jedenfalls war das, stand das auch im Raum. Und dann war noch etwas, irgendwas mit dem Tschechen. Ist egal jetzt. Jedenfalls auf der einen Seite ein gestörtes Verhältnis, auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, wurden seine Werke zum Teil ins Tschechische übersetzt. Und er hat ja auch seinerseits den Václav Havel übersetzt. Also Scholtis hatte nie, glaube ich, zu Leuten ein rein ungestörtes Verhältnis, weder zu Nationen noch zu Einzelmenschen. Wie viel Einwohner hatte eigentlich Ulchenerländchen? Ja, ich glaube 40.000 ungefähr, also wirklich sehr klein. Knapp 50. Ja, knapp 50, nicht? Mhm. Und der gesamte Kreis Ratibor ist das noch? Ja, das war die Südhälfte des Kreises Ratibor. Und wie lange der Gesamtkreis Ratibor? Muss ja mehr gehabt haben. Aber das steht in meinem Buch. Ja. Ich habe nicht zufällig nicht bei mir. Ja, wie viel Einwohner hatte denn? Da sind wir genau. Ratibor alleine hatte so um die 40.000 damals. Ja. 120, so um 40.000. Ja. Wer nicht? Da kann man noch einige Gemeindungen dazu, natürlich. Man meint immer, Ratibor musste größer sein, das geht mir auch so, ja. Ist ja so bekannt auch. Jedenfalls unter Schlesiern ist Ratibor bekannt, allein durch Eichendorf. Also 39 hatte knapp 60.000. Also, ja. Und heute wird es vielleicht so knapp 100.000 haben. Dann war eine Zeit in den 60er Jahren, da hatte Ratibor 34.000. Ja. Und dann wurde ja Ratibor von der Oppelner Bezirk umgemeindet nach Schlesien, nach Katowice. Ja. Und wurde dann wurden die Bergleute, die Ostpolen, wurden geholt. Und man hat dann 60, 80 Kilometer die Bergleute zu den Gruben gefahren. Und man hat die dann richtig riesengroße Siedlung gebaut. Mhm. Und da ist dann Ratibor bis 60.000 ungefähr. Also, aber jetzt hat Ratibor verloren wieder 30.000, 10.000. Ratibor hat ja nie unter 50.000 nach dem Krieg. Nie unter 50.000. Doch, es war damals 34, so in den 60er Jahren. Da war richtig klein, der Ratibor, weil da sind ja viele Leute abgehauen, sind ausgereist. 59, 60 sind ja so viele Ratibor herausgefahren. Da war so eine kleine Zeit und jetzt haben wir gefahren, Ratibor hat wieder 10.000 Leute verloren, weil eben durch diese Flüge. Leverkusen hat sich vergrößert, ja. Weil viele kamen nach Leverkusen. Ja. Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß es nicht mehr genau, dass Ratibor, also dass überhaupt die Ostgebiete, weil ja so viele geflüchtet sind und so, ja. Immer weniger Leute und die Jugend auch, auch wenn sie nicht Arbeit kriegen, dass sie wieder Leute anwerben wollen, die sich da ansiedeln. Ja. Also ob das stimmt, weiß diese ich nicht. Diese Tendenz gibt es seit langem, ja. Das war nicht stimmt, weil die Rumänen haben ja auch immer versucht, die Siebenbürger Sachsen wieder zurückzuholen. Ja. Doch, da gibt es durchaus Tendenzen, anzuwerben, ja. Wir haben doch eben den Alfred Biolek erwähnt. Ja. Da gab es einen kurzen Fernsehfilm. Biolek wollte wieder in sein Heimatdorf fahren mit dem Zug. Und ganz zum Schluss kam raus, das Dorf gibt es gar nicht. Da steht kein Haus und kein Stein. Und wer hat das denn zerstört?
Wo stand denn der genau hin? Also direkt da in diesem Gebiet, wo das kann ich. Altvater Gebirge. Gut, dann möchte ich dem Herrn Körner nochmal herzlich danken, dass er zu uns gekommen ist. Und ich will auch zum Abschluss Sie alle noch herzlich einladen ins Oberschlesische Landesmuseum. Jetzt am Sonntag findet der Internationale Museumstag statt. Und anlässlich dessen haben wir ein ganztägiges Programm. Unter anderem kommt eine Autorin zu uns, die in Oberschlesien geboren ist, in Oppeln, in Kerpen aufgewachsen und wohnt jetzt in der Nähe von Köln, Barbara Wonschick, und die liest eben vor, Szenen einer Kindheit in Oppeln. Das ist ihre Biografie, passend gerade zur aktuellen Sonderausstellung Jugend und Kindheit in Schlesien, Schaukelpferd und Zinnsoldaten. Die Ausstellung gibt es schon ein Jahr, sollte eigentlich jetzt enden. Die ist sehr schön, die Ausstellung. Aber sie ist so gut besucht, wir haben jetzt noch ein weiteres Jahr gezeigt, denn wir haben sehr viele Schulklassen, die gerade das Museum besuchen. Das ist natürlich für uns alle sehr schön. Also ich lade Sie alle herzlich ein ins Museum. Aktuell haben wir auch noch weitere Ausstellungen, Dauerausstellung, eine Kunstausstellung mit Künstlern aus dem Rheinland und Oberschlesien, die zusammen Gemälde gezeigt haben beim Klimagipfel in Katowice zum Thema Umweltzerstörung. Ja, so haben die auch Flyer hingebracht? Alle Flyer, genau, habe ich mitgebracht, die liegen auf den Tischen und nehmen Sie sich die bitte mit. Und ja, vielen Dank auch nochmal Ihnen, dass wir heute hier hinkommen konnten. Mal Eigenwerbung. Der Herr Brockley hat unser Roller, so heißt das ja jetzt mehr, hier präsentiert, und die Vorgeschichte finden Sie eigentlich, oder eine vertiefende Geschichte finden Sie auch nochmal in dem ausliegenden Flyer, den Herr Brockley auch erstellt hat. Können Sie gerne mitnehmen, wenn Sie Interesse haben. Ich habe noch eine Frage an den Herrn Wörner. Ja. Sie sprachen mehrfach jetzt davon, dass Sie auch einen Vortrag bereit haben über Eichendorf. Ja. Könnten wir uns vorstellen, hier in dem Raum auch einmal Sie zu diesem Vortrag hier einzuladen? Ist das möglich? Ich komme gerne. Das kombinieren, ich weiß nicht, über Sie oder wie auch immer, aber das Interesse bestünde, auch von Ihrer Seite. Dann sehe ich schon einen neuen Programmpunkt für die Landsmannschaft Schlesien-Kreisgruppe Leverkusen. Herr Wörner, dann sage ich jetzt nochmal Danke für heute und freue mich schon auf ein Wiedersehen über den Zeitpunkt. Freue ich mich auch.